Australien, Sehnsuchtsziel vieler Europäer. Auf meiner Entdeckungsreise erlebe ich grüne Landschaften an der Ostküste, Wasserfälle mit und ohne Wasser, Dimensionen, die mich staunen lassen und die mir auch manchmal meine Grenzen aufzeigen. Begleitet mich bei meiner Reise auf dem australischen Kontinent. Helicopter. Nach dem Besuch der West McDonnell Ranges liegen nun Tage vor mir mit sehr, sehr vielen Kilometern, die ich schaffen muss, um rechtzeitig in Cairns anzukommen. Morgen, Tag 22 meiner Australienreise. Ich habe die Nacht über in Alice Springs verbracht. Alice Springs, naja, gut. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding gewesen. Campingplatz war gut. Nicht ganz günstig. Mein Plan für heute war, von Alice Springs aus ein kleines Stück in die West McDonald Ranges reinfahren. Es wird bloß ein kleiner Einblick sein. Dafür ist die sonst zu lang. Aber man sieht schon hier im Hintergrund interessante Berge. Wenn ich mich mal rumdrehe, da hinten scheint die Sonne jetzt schon so ein bisschen auf die Berge. Das ist schon ganz schön. Also erste Anfahrt ist Stanley Chasm. So ein ganz schmales Tal. Schon besser eine Schlucht. Mal sehen, wie weit ich das heute treibe. Muss ich mal gucken. Wenn ich dann da genug habe, fahre ich Richtung Alice Springs zurück und dann geht es weiter nach Norden auf dem Stuart Highway. Das ist der Plan. Erster Anlaufpunkt in den West McDonnell Ranges ist Stanley Chasm, ein Felsdurchbruch, der von den Aborigines verwaltet wird. Zugang ist über einen ca. 1 Kilometer langen Pfad. Der Eintritt kostet $12. Thank you.
also belehren lassen. Dass diese Teile hier keine Palmen sind, sondern eher mit Koniferen, also Fichten, Kiefern verwandt sind. Das gute Ding heißt Macrozamia McDonnelly, das heißt hier ein endemischer Ort. Und hat sich also hier an diese extremen Bedingungen gut angepasst. Hier wird rote Samen und die sind giftig. Haben wir McDonnelly. Die Spinne. Ja, die hat schon lustige Ausmaße, also von vordersten Fußspitze, sage ich mal. Der Beinspitze bis zur hintersten. Und ich sage so 8 cm. Das ist schon ein ganz schönes Gerät. Jetzt erstmal hintergehen zum Chasm, zur Schlucht und dann auf den Rückweg und mal kurz dort hochgucken. Die Schlucht, die hat hier, wie ich gerade gelesen habe, ziemlich genau Nord-Süd-Ausrichtung. Und so kommt hier nur um die Mittagszeit, wenn die Sonne also dann im Norden steht, hier Licht rein und die Wände werden erleuchtet. Der Felsen hier ist also schön glatt poliert von den hin und wieder fließen Wasser, was hier kann hier durchkommen und Tal abfließt. Die Farbe der Felsen, die begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Das ist einleuchten.
Den Ausblick hat sich der Aufstieg hierher schon mal gelohnt. Mal sehen, was man von dort oben aussieht. Das ist ein Ausblick hier vom Feinsten. Ich mache mal 360 Grad Schwenk. Das lohnt sich. Das ist jetzt Stanley Chasm von weit oben. An so einem Platz zu sitzen, den Wind und den Wind zu spüren, die Wärme von der Sonne, und dann auf so eine Landschaft zu gucken, ist einfach unbezahlbar. Bin ich wieder zurück im Auto und werde jetzt noch ein bisschen sehen, was die McDonald Ranges noch so zu bieten haben. Hier sind mir leider die meisten Aufnahmen abhanden gekommen. Beim Sprung ins Wasser musste ich feststellen, dass es doch kälter war als erwartet. Ich habe jetzt entschlossen, Richtung Alice Springs zurückzufahren, auf dem Rückweg dann nochmal zum Simpsons Gap zu gucken und anschließend dann durch Alice Springs durch und Richtung Norden weiter. Angelegt am Simpsons Gap und wieder einsinds orangefarbene Felsen, alle Himmel dahinter und ansonsten
Mal sehen, was mich hier noch erwartet. Beeindruckend, die Wände, die ja, über einem stehen sozusagen. Ich muss mal wieder sagen, die Farbe hier. Sandische Fläche zeigt hier, dass es durchaus auch Zeiten gibt, wo die Wasserfläche, die jetzt da hinten so sehr zusammengeschrumpft ist, auch um ein Vielfaches größer sein kann. Nämlich erstreckt sich hier auch noch ein ganzes Stück in Richtung Platz vor. Wir hatten jetzt auch kleine Ecken, wo so ein Ortschiff hält, Feuchtigkeit sich drunter sammelt. Das war jetzt der letzte Stopp für die McDonald's Rangers. Ich mache mich jetzt auf in Richtung Stewart Highway. Am späten Nachmittag überquere ich dann den südlichen Wendekreis. So. Bin ich jetzt sozusagen offiziell, na noch nicht ganz, in den Tropen angekommen. Marspitze bis jetzt auch noch überhaupt nie. Also jetzt mit dem Flugzeug drüber geflogen, ja. Aber naja, die Fliegenplage ist noch genauso. Also ändert sich nicht viel. Eigentlich wollte ich bis Titri kommen, aber bin jetzt unterwegs doch ganz schön müde geworden. Nun mache ich hier auf dem Rastplatz halt über Nacht. Ich muss jetzt bloß noch warten, bis die Sonne untergegangen ist. Weil draußen ist die Hölle los mit Fliegen, das ist unklar. Das ist schon, naja. Also warte ich jetzt, bis es dunkel wird. Und dann kann ich mir was zu essen machen. Guten Morgen, Tag 23 meiner Australien-Reise. Ursprünglich wollte ich ja gestern bis Titri Rothaus fahren. Habe ich dann nicht mehr ganz geschafft. Irgendwie so 45 Kilometer vorher auf dem Rastplatz Halt gemacht. Und das war eine gute Entscheidung gestern Abend. Echt gute Unterhaltung mit dem Australier. War ein netter Abend. So. Ziel heute sind die Devil's Marbles. Da werde ich, keine Ahnung,
anderthalb Stunden oder so sein. Und mal sehen, wie lange ich dort zubringe. Und wie weit es dann heute noch geht. Das werde ich sehen. Hit the road. Heute wieder ein Tag dort, wo es nicht so sehr viel Spaß macht, draußen zu sein. Relativ früher. Und trotzdem ist ja schon wieder ein Betrieb. Herrlich. Beim Einsteigen muss man relativ schnell machen, dass man nicht so viele vernünftigen mit reinnimmt. Die können dann während dem Fahren dann auch schon manchmal ein bisschen nervig werden. Das ist Barrow Creek, eins von den Roadhouses am Stuart Highway. Wichtige Station für den Reisenden, weil er hier einen Tank auffüllen kann und auch mal eine Pause machen kann. Ist nichts weiter wie drei, vier Häuser, entstanden durch eine ehemalige Telegrafenstation, die hier durch Australien, durch die Mitte gebaut worden ist und wo dann später dieser Stuart Highway da dran entlang gebaut worden ist. Ja, das war gut. Hier wieder mal meine Stimme vom Winde verweht wurde, spreche ich das jetzt mal nach. Dieses Rothaus nennt sich Wycliffe Well und bezeichnet sich als die UFO-Hauptstadt, weil hier angeblich die meisten UFO-Sichtungen stattgefunden haben. Wenig später erreiche ich das Camp in der Nähe der Devil's Marbles. In der Gegend sieht es tatsächlich aus, als ob etwas größere Wesen hier Murmeln gespielt hätten. Für die Aborigine ist das ein wichtiger Treffpunkt in den Weiten Zentralaustraliens. Zudem gibt es hier auch die Geschichte, dass Menschen von unterirdischen Wesen entführt werden.
nördlich von Alice Springs tauchten dann auch das erste Mal diese Termitenhügel in der Landschaft auf. Was mir hier jetzt gerade auffällt, da muss es in der letzten Zeit mal geregnet haben, weil das Gras ist ja auffällig grün. Die letzten 1500 Kilometer auf dem Stewart Highway hier nicht. Das ist da ein grünes Gras neben der Straße war. In der Three Ways Junction biege ich dann in den Rocky Highway ein. After 500 meters, turn right. Für mich wird es jetzt erstmal Zeit für eine Ruhepause. Bin jetzt doch ein bisschen müde geworden. Der Barclay Highway, auf dem ich jetzt unterwegs bin, ist fast ein gerader Strich. Das schlaucht dann schön in die Wärme und naja. Ich werde mich jetzt erstmal kurz hinhauen. Solange bis die Wärme hier drinnen so unten wo es haltbar wird, dass es weitergehen muss. Ist halt so. Hier rechts von mir ist jetzt gerade eine große Fläche, wo die Büsche komplett weggebrannt sind. Und aber unten das Gras schon wieder grün ist. Am Abend streckte mich dann die Migräne nieder, dass ich den Sonnenuntergang nicht wirklich genießen konnte. Am nächsten Morgen machte ich mich dann nicht sonderlich gut ausgeruht auf die nächste lange Fahretappe.
Während der Fahrt eilten die Gedanken schon einige Tage voraus und so wurde das Ende dieser Rundreise greifbar. Dass ich das Auto wieder sauber bin. Sind doch etliche Insektensporen von der Luft. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Langsam näherte ich mich Mount Isa. Allerdings hielt ich mich hier auch nicht allzu lange auf, sondern benutzte es mehr oder weniger nur für einen Tankstopp und um die Vorräte aufzufüllen. Den Abend genoss ich dann an diesem einsamen und tristen Ort gegenüber der Ruine vom Quambi Hotel. In der nächsten Folge bringe ich wieder viele Kilometer hinter mich und besuche den Undara Nationalpark.